Moin Moin hier von Banks Games. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal geht es allerdings hier um Overwatch, nicht um Red Dead Redemption 2. Und zwar wollte ich euch die neue Heldin vorstellen, die heißt Ashe, ich glaube ich. Also so wird auf jeden Fall der Name, glaube ich, ausgesprochen, hoffe ich. Wenn nicht, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid und gibt mir in den Kommentaren Bescheid, wenn das falsch sein sollte. So, wir gucken uns heute mal die Heldin mal ein bisschen an. Ich werde auch noch mal ein Video dazu machen, zu ihren Fähigkeiten. So, und wie ihr hier direkt seht, voll nice. Also ohne Scheiß, der Ersteindruck, der erste Skin direkt, richtig mega geil, muss ich echt sagen. Also, boah, das ist echt richtig geil. Also ich habe es bis jetzt nur auf dem Video gesehen und so, aber wenn du dann selber davor sitzt und dann dir den Roboter auch anguckst mit ihr, also es ist einfach richtig perfekt, passt richtig zueinander. So, dann gucken wir uns mal an hier die Skins, was wir hier für Skins haben. Erstmal die normalen, den klassischen Skin finde ich schon mal mega cool. Also richtig, richtig farblich, richtig gut angepasst. Gold und dieses bräunliche, echt geil. Also ich komm grad nicht so drauf klar. Coole Sache auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter zum Sonnenblumen-Skin. Der ist ein wenig goldener, würde ich mal sagen, oder ein wenig gelblicher. Sonnenblume, da gibt es Sinn, dass er ein bisschen gelblicher ist natürlich. Ja, Tigerlilie, auch auf jeden Fall cool. Bis jetzt die normalen Skins schon. Also bis jetzt gefallen mir die normalen Skins schon richtig gut. Farblich auf jeden Fall schon bei den normalen Skins eine sehr, sehr gute Abwechslung. Auch hier, also wir haben hier einmal grün, lila, würde ich sagen. Dann rot und gelb und dann halt den normalen Skin. Das sind so die billigsten und halt der schon freigeschaltet ist. Dann haben wir Rosé. Boah, auf jeden Fall was. Eher für Frauen, würde ich sagen. Also den Skin würde ich jetzt selber nicht benutzen, aber richtig schön glänzend auch hier. Vornehm. Boah, auch richtig gut. Mir gefällt das immer dieses Goldene bei ihr. Also da ist immer so was Goldenes mit bei und das sticht natürlich heraus, also sieht auf jeden Fall cool aus. Auch mit dem Weißen hier, also der Skin gefällt mir auf jeden Fall schon mal. So, jetzt kommen wir zu den legendären Skins. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann haben wir den Gangster-Skin. Ja, auf jeden Fall. So auf Mafia, auch er hier, wie er aussieht, ey, richtig cool. Aber ich habe ja gerade gesagt, auf Mafia. Und der nächste Skin heißt ja Mafia, habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Auch hier natürlich, der gleiche Skin, nur in einer anderen Farbe. Dann haben wir Dschungel. Als Jägerin. Und Jäger, Jane und Clayton, wenn ihr wisst aus Tarzan, Clayton, der Bösewicht. Ich glaube, der heißt so, oder? So, dann haben wir noch Safari, natürlich auch der gleiche Skin, nur ein wenig anders. Auf jeden Fall coole Skins, mir gefallen fast die normalen Skins, gefallen mir fast schon am besten. Vor allem, hier sieht man ja auch so ein bisschen die Cowboy-Ähnlichkeit, dieser Western-Style, auf jeden Fall ähnlich gehalten zu McCree. So. Dann hier zurück, schauen wir uns mal die Emotes an. Also der Standard-Emote, dann haben wir Dynamit. Und passiert noch was? Jo. Nice. Im Anschlag. Kniend. Lachen. Ja, direkt danach wieder die böse Grimasse. Langsames Klatschen. Ja, also da gefällt mir Dynamit wahrscheinlich am besten, würde ich mal sagen. Also sieht auf jeden Fall am coolsten aus, wie sie das Ding da hochwirft und dann ganz lässig abknallt. So, da haben wir die Siegerposen. Ganz witzig auf jeden Fall. Favorit natürlich hier mit dem Roboter. Der darf nicht fehlen, finde ich. Dann haben wir Sprüche. Die gucken wir uns jetzt nicht alle durch. Finde ich ein bisschen übertrieben. Ich bin ein Rebell. Wo bist du denn entlaufen? Aber da hört man mal ein bisschen ihre Stimme. Sprays haben wir hier. Gucken wir mal nach hier, was wir so da haben. So. Dann haben wir Highlight-Intros. Die gucken wir uns natürlich auch einmal an. Duell. So, dann haben wir Fingerspitzengefühl. Auf jeden Fall auch
Ja, die Highlight-Intros gehen auf jeden Fall durch. Ja, der ist natürlich mega nice. Also Duell finde ich ist auch hier mein Favorit. Dann haben wir die Waffe. Können wir natürlich noch in ganz golden machen, wobei die so schon richtig nice aussieht. So. Und das war's auch eigentlich schon, glaube ich. Warte mal, wo war sie denn jetzt? Da ist sie. Dann, was haben wir denn hier noch? Also, wir haben hier noch die Fähigkeit natürlich. Heldeninfo. Hier können wir nochmal alle Fähigkeiten, aber das machen wir in einem separaten Video, würde ich sagen. Und ja, damit ihr nun mal wisst, was es da alles zu sehen gibt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal von Banks Games. Bis zum nächsten Mal.